Die Lebenshilfe Dillenburg betreut an ihren 15 Standorten 1200 Menschen mit Behinderung. In Hadamar wurden während des Nationalsozialismus fast 15.000 Menschen umgebracht. Die meisten von ihnen hatten eine psychische Erkrankung oder Behinderung. Wir finden, dass diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Darum haben wir in Kooperation mit den gewerblichen Schulen in Dillenburg zwei Schülerinnen gebeten, mit zwei Betreuten der Lebenshilfe Dillenburg anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages in der Gedenkstätte Hadamar einen Rundgang in leichter Sprache zu machen. Schauen wir mal, das können wir uns jetzt angucken, gell, was die erste Station ist. So, das sind also die Garagen von den Bussen, mit denen die Menschen hier angekommen sind, gell? Ja. Wir sind dann direkt hier reingekommen. Ja. Und dann auch direkt durch den Gang in das Haus gekommen. Genau. Also die haben gar nichts anderes mehr gesehen, als die hier angekommen sind. Schaut mal, da ist ein Bild von den Bussen. So sahen die aus. Zwei Stück sogar sind die zeitgleich angekommen. Und da ist noch einer auf dem Weg. Ja. Und da sieht man auch, die Fenster wurden mit Vorhängen abgehangen sozusagen. Genau. Man konnte weder rein noch rausgucken. Ah ja, hier steht es auch. Niemand sollte das sehen können. Ah. Die Opfer mussten in der Garage aus den Bussen aussteigen und die Opfer sollten nicht weglaufen können. Ah, deswegen wahrscheinlich nicht einfach auf den Hof gefahren. Mhm. Krass. Die letzte Station vor dem Tod ist auch eine krasse Aussage. Ja, Leute, ich bin gestorben. Leute gestorben, zum Beispiel. Genau, die Leute sind gestorben hier, ja. Ja, also weiter gestorben. Ja. Guck mal, das war direkt verbunden mit dem Haus. Also sind die dann direkt hier aus den Bussen raus und in das Haus rein. Die haben gar nicht mehr das Sonnenlicht gesehen. Entweder da oder da rein. Ja, genau. Gab zwei Eingänge. Hm. Von dem Tod. Vor dem Tod, ja. Letzte Station. Und hier sieht man, aus welchen Gegenden die Leute kamen nach Hadamar. Herborn zum Beispiel auch. Ganz in unserer Nähe, gell? Ja. Da steht der Dr. Brandt, das war ein Arzt früher. Der ist beauftragt worden unter Befugnissen von bestimmten Ärzten, also unter Absprache mit anderen Ärzten, sollte der beurteilen, ob die Menschen sterben oder nicht. Eine Person hat das entschieden. Ja. Und er hat die Leute noch nicht mal persönlich gesehen. Genau. Ich werde traurig sagen. Der hat auf einem Papier gelesen, der hat eine Behinderung, der hat eine psychische Erkrankung. Und hier ist unabfahrt. Ja. Krank. Ja. Also das ist jetzt der Raum, wo die dann direkt reingekommen sind, nachdem die mit dem Bus angekommen sind. Und die wussten immer noch nicht genau, wo sie eigentlich sind. Ja. Also sind die in so eine Riesenhalle gekommen, sollten sich ausziehen und wussten immer noch nicht, was sie eigentlich hier suchen. Danach sind die ja dann zu einem Arzt gekommen und der hat dann entschieden, woran die fälschlicherweise sterben sollten. Der hat sich sozusagen einfach was ausgedacht, was passen könnte. Ich hätte ihn. Wenn ich sowas in der Hand gehabt hätte, oder hier so ein Kimmel, boing! Das hätte der mal verdient, gell? Ja, das verdient. Und dann hätte ich den in die Gaskammer geschoben. Mhm. Macht dich das sauer, wenn du das hörst? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Zahlen oben? Ja, 422. 4.422 Menschen. So lange gestorben. Ja, zwischen 1942 und 1945. Ja, das ist schon lange. Das ist ganz schön viel. Ja. Das sind hier viele Leute, die Friedhof. Ja. Aber krass, in ein Grab kamen 10 bis 20 Menschen rein. Ja. Ziemlich herzlos irgendwie. Ja.
Also wir sind ja jetzt gerade auch hier, um uns daran zu erinnern. Und einfach das nicht zu vergessen, was hier war. Oder? Dafür ist das ja eigentlich ganz gut, dass wir hier so Fotos sehen, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können. Ja. Oder was meint ihr? Findet ihr das gut, dass es sowas gibt? Dass wir uns erinnern können an sowas? Dran erinnern, ja, aber man kann das nicht gut verheißen, was hier passiert ist. Da hast du recht, ja. Aber das ist ja auch nicht dafür da, dass man das gut heißt, sondern einfach, dass man sich daran erinnert und es einfach versteht, was hier war. Vor allem, dass sowas auch nie wieder passiert. Ich glaube, gerade dafür ist es wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt, wie schlimm das alles war. Zum ehemaligen Friedhof, gell? Bin gespannt, wie der aussieht, ob man da noch was erkennt. Genau, das haben wir uns eben angeguckt. Das haben wir da angeguckt. Ja. Mensch, achte den Menschen. Sogar noch größer als ich dachte. Ja. Dann findest du das gut, dass noch immer viele Leute daran denken und das nicht vergessen, was hier passiert ist? Zum einen find ich das gut, dass jeder dran geht, denkt. Mhm. Auch gerade, dass ich hier nochmal persönlich an die Oma denke. Mhm. Ja. Also ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Ja. Dann kann man auch an sehr viele andere noch denken. Ja, da hast du recht. So, jetzt haben wir ja heute echt viel gesehen hier. Und wie fühlt ihr euch jetzt so nach dem Tag, nach dem, was ihr gesehen habt? So, habt ihr euch das vorstellen können, als wir hier heute Morgen hin sind? Weil ich war schon teilweise, was ich gesehen habe, sehr erschrocken und es hat mich sehr traurig gemacht. Also ich gehe jetzt nachdenklicher nach Hause, als ich heute Morgen hierher gefahren bin. Ja, so wird das bei uns zwei auch passieren. Das ist jetzt traurig, Sache manchmal. Das ist nicht so gut, so traurig sind. Ja, ich finde es auch noch mal was ganz anderes, das so alles gesehen zu haben und hier gewesen zu sein. Und ich würde das auf jeden Fall noch beschäftigen. Ja. Und ich kann es nach wie vor nicht begreifen, wie Menschen anderen Menschen sowas antun konnten und einfach darüber entscheiden konnten, welches Leben jetzt noch lebenswert ist und welches nicht. Finde ich sehr heftig auf jeden Fall. Quasi von Bergen wie Auschwitz und auch hier Hadamar, dass die nie wieder das eröffnen, dass sie nie wieder damit anfangen. Und denkt ihr, dass sowas heute auch noch mal passieren könnte? Oder wie seht ihr die Stelle von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft heute? Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das passieren könnte. Wenn der Putin nicht mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine aufhört. Mhm. Also du verbindest auch generell das Kriegsthema sehr mit der Sache, wie Menschen mit Behinderung früher behandelt wurden. Yes. Mhm. Trotzdem finde ich, dass man die teilweise noch mehr in die Gesellschaft integrieren könnte. Das denke ich auch, ja. Zum Beispiel, wenn wir
im Wohnheim höheren Betreuungsschlüssel hätten, könnte man mehr mit einzelnen Bewohnern an der Gesellschaft teilnehmen und so Sachen könnte man schon noch verändern. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich viel, viel besser als früher. Die haben ihre Stellung, die haben Wohnplätze, Arbeitsplätze. Das auf jeden Fall. Sind nicht weniger wert als Menschen ohne Behinderung. Komm, Jung. Wir sind froh, dass es uns gibt. Ja, du auch.